Was denkst du seit heute über die Volkshochschulen? Denkst du anders oder hast du vorher schon so ein Bild von uns gehabt? Also erstens mal denke ich nicht erst seit heute über die Volkshochschule nach, weil meine Frau selbst an der Volkshochschule arbeitet. Und natürlich habe ich da wieder viel gelernt und habe natürlich auch politische Hintergründe gelernt, dass es um Finanzierung geht, dass es um Bildung geht, dass es eben eine Gleichstellung geben sollte mit Schulen und Kindergärten allgemein. Und das finde ich erstmal gut. Und was ich heute noch über die Volkshochschule denke, weil ich den Saal heute irgendwie, ich hätte nicht gedacht, dass die Leute so abgehen. Ja? Und dass das wirklich so, also ich habe abgedacht, das passt ganz gut, aber ich habe mir das viel mehr wie eine Protokollveranstaltung vorgestellt und viel ruhiger. Und denke heute, hey, die Volkshochschulleute, die rocken ganz schön das Leben. Das finde ich gut. Ja, ja. Das stimmt. Das ist heute auch ganz spürbar gewesen, gerade als du gespielt hast. Das ist mir auch aufgefallen. Es hat ja nur noch der Moment gefehlt, wo alles, hatte ich ja vorhin schon mal gesagt, wo es dunkel wird und wo alle ihre Feuerzeuge hochhalten, wie im Konzert halt immer bei den, ne, bei diesen, ja, ja. Evergreens, die man dann hört. Es war wirklich total bewegend. Also ehrlich gesagt, mich hat es auch total bewegt und deine Stücke haben mich sehr bewegt. Beide passten super gut, das dritte auch. Aber ich fand die beiden ersten, die du gespielt hast, die haben sofort das Herz angesprochen. Ich wollte wirklich was anderes spielen. Also das Demokratie, das war ja klar. Aber dann habe ich gedacht, es geht so viel um die Ukraine. Ja, und natürlich ist das ein Thema, das uns alle umtreibt und das uns alle unsicher macht gerade. Und wie gesagt, wie wir mit Geflüchteten umgehen, ich wollte das Fass ja gar nicht so weit aufmachen, wenn man das jetzt vergleicht. Ich glaube, du hast es angesprochen, da hat es Frau Karnbauer angesprochen, dass wir das mit Syrien ja auch schon hatten. Aber mit Syrien hatten wir es ja eben auf einer anderen Ebene. Und mit Syrien hatten wir es ja eben doch so, dass die Bereitschaft, und ich will mich jetzt gar nicht so sehr vergaloppieren, dass die Bereitschaft nicht ganz so groß war wie jetzt, wenn die weißen Christen aus der Ukraine kommen, wie wenn dunkelhäutige Menschen aus Syrien kommen. Und natürlich ist das noch ein Fass, das man aufmachen kann, über Rassismus zu sprechen und da die Leute zu sensibilisieren dafür, weil das in uns allen in irgendeiner Weise drinsteckt. Ja. Können wir machen, was wir wollen, und wir müssen damit umgehen, wir müssen da offen drüber reden. Deswegen, für mich war das heute wichtig, auch vor diesem Publikum, mich auch politisch äußern zu können. Ja. Ist ja immer eine Gratwanderung. Ich bin Entertainer, ich bin Musiker, ich bin Künstler und trotzdem habe ich irgendwann für mich festgestellt, dass in dem Wort Unterhaltung das Wort Haltung eben auch drinsteckt. Und das ist für mich immer sehr wichtig, dass ich da in irgendeiner Weise sage, hey, ich will meine Bühne auch nutzen, ohne zu belehren. Ich bin selbst einer, der nach Antworten auf sehr komplexe Fragen sucht, aber ich habe heute eine Menge gelernt, glaube ich, von vielen Reden und auch von der Reaktion der Leute. Du hast eine Menge gelernt und wir haben eine Menge gefühlt auf jeden Fall bei deiner Musik. Das habe ich auch schon gehört von anderen hier, die da auf mich zugekommen sind. Noch eine allerletzte Frage an dich. Wenn du irgendwann mal einen Volkshochschulkurs machen wollen würdest, was wäre so deine erste Idee, was für einen Kurs du machen würdest? Ich glaube, ganz spontan Sprachen. Also ganz spontan. Ich glaube, dass Sprachen der Schlüssel sind, wurde heute auch irgendwann mal gesagt. Ich glaube, Steinmeier hat das gesagt in seinem Grußwort, dass Sprachen der Schlüssel sind, andere Kulturen zu verstehen, die Welt kennenzulernen. Und die Welt wächst zusammen. Die Welt ist globalisiert oder ist an einem Globalisierungsprozess. Können wir machen, was wir wollen. Und das ist am Ende auch gut so. Es sind viele Schwierigkeiten, aber um andere Leute zu verstehen, ist es immer gut, die Sprache zu lernen. Und deswegen glaube ich als erstes, Englisch kann ich ein kleines bisschen, Russisch kann ich schon früher noch so ein ganz kleines bisschen, Deutsch spreche ich verhältnismäßig fließend, Spanisch wäre, glaube ich, was ich gern lernen würde. Sehr cool. Also ja. Wir freuen uns sehr, wenn du dann mal irgendwann zu uns kommst und einen Kurs machst. Sie. Aber erstmal ganz lieben Dank, dass du da warst. Hey. Und dir noch einen ganz, ganz schönen Tag auch mit deiner Familie und dann einen tollen Auftritt. Werde ich haben, werde ich haben. Hey. Danke. Danke sehr.